What's up, Party People? Willkommen zur UIT-Kader-Vorstellung in Season Nummer 5. Ja, der Kanal lebt noch. Nach gefühlten 3 Jahren, wo ja nichts mehr hochgeladen wurde, kommt immer wieder ein Video und es geht ums UIT mal wieder. UIT jetzt auch schon seit 5 Seasons, ich bin wieder dabei, weil ich nichts anderes zu tun habe. Es ist immer schön, wenn ihr dann irgendwelche Handzeichen in die Kamera machen muss und die Kamera einfach gewürzt 3 Lichtjahre weiter oben ist. Hallo, ich habe Hände. Ja. Wir starten wieder ins OET mit unserem Team Ultimate Overdrive und ich zeige euch mal, was ich bzw. was mit Karma gedraftet hat. Denn ich war ja die letzte, wie man vielleicht. Ich glaube auf Twitter habe ich nichts groß dazu geschrieben. Wie man wahrscheinlich dann eher nicht mitbekommen hat, außer man hat den Draft gesehen. Ich war letzten 10 Tage im Urlaub und ja, da kann ich schlecht draften, vor allem vom Strand aus, das ist ein bisschen schwierig. Heißt, ich habe dann den guten Karma, den man ja noch aus den SML-Videos kennt, gefragt, ob er für mich draften kann. Der gute Junge hat für mich gedraftet und er hat mir ein sehr cooles Team gedraftet. Und ich werde euch mal zeigen, was er mir so gedraftet hat. Und ja, der Plan im Draft war, also ich habe Karma keinen großen Draftplan gegeben, weil ich persönlich keine Draftpläne mag. Ich draft persönlich eigentlich immer, ich habe ein, zwei Monster, die ich haben will. Und der Rest kommt so von selbst. Deswegen lief der Draft wieder relativ ähnlich. Ich habe Adrian Einmon gesagt, was ich haben wollte. Und nee, das durfte er selbst machen. Und dieses Einmon, was ich haben wollte, war mein Bro Landers Team. Weil ich einen Mon haben wollte, mit dem ich zu 100% weiß, ich kann mit dem umgehen. Ich hatte ihn schon oft genug gespielt. Ich mag den sehr gerne. Also, legit, Lando kann alles. Und deswegen ist er auch eben so geil im Draft. Deswegen mag ich ihn auch so gerne, weil du ihm gefühlt alle Rollen geben kannst, die du im Team auch brauchst. Wenn du einen Rocker brauchst, macht er für dich. Wenn du einen Defoyer brauchst, macht er zur Not auch für dich. Und der bildet nebenbei noch. Wenn du einen Combine Setup Sweeper brauchst, macht der für dich. Wenn du böllern willst, macht der einfach. Das ist geil. Dann eben noch U-Turn und sowas dazu. Der hat Gefühl in jeder Richtung Setup. Der hat SD, Bulk Up, Rock Polish und Combine. Der kann jeden Stat setupen. Jeden einzelnen. Und ich mag den einfach sehr gerne. Und es hat einen Grund, warum der eins der besten Mons überhaupt ist und also eins der besten draftbaren Mons überhaupt, neben seinem Bro Boreos wahrscheinlich. Und ich hab Bock auf den. Ich hab richtig Bock auf den. So, jetzt war kam natürlich auf sich allein gestellt und musste für mich was finden, was dazu passt. Und er dachte sich, jo, jetzt haben wir schon einen Mon, was mit U-Turn ein bisschen Schwung reinbringt. Wir haben einen Mon, was gerne mal eben mit U-Turn mal rausgeht, mal andere Mons reinbringt. Holen wir jetzt auch noch einen Mon rein, was ein bisschen bulky, ein bisschen mehr defensiv normalerweise ist. Aber eben genau das auch machen kann. Rauspivoten und ja. Die Rede ist von Rotom Borsch und man merkt schon, hier kommen ein paar Mons aus den ersten paar Seasons wieder raus. Lando Season 1, Rotom Season 2. Und ja, Rotom ist eigentlich auch ganz geil. Der, also ich muss jetzt nichts groß über Rotom erklären, aber jeder weiß, was der macht. Der steht da und lebt. Schade ist nur, dass der nicht mehr wie in Season 2 seine 50% Bären hatte, die ich gefühlt jede Woche auf dem gespielt habe. Die waren ziemlich geil mit dem. Muss man mit Citrus Berries und sowas arbeiten und halt mit Lefties und Pain Split. Ja, und ja, Rotom hat eben Defog, der hat Will-O-Wisp, der hat eine Hydro Pump zum Grounds wegböllern. Der ist geil. Der ist einfach geil. Und es ist sicher, dass meine rechte Gesichtsseite einfach komplett überbelichtet ist. Das Problem ist aber, legit, meine Rollladen ist fast komplett unten. Das ist komplett komisch. Also, mein Fenster ist ja hier rechts von mir. Da. Und meine was? Und ich werde angeschaut, obwohl es draußen nicht mehr die Sonne scheint groß.
Draußen ist legit gerade nur Wolken. Nur Wolken. Ja, okay. Zurück zu Rotan. Der nämlich ein Liefer, um die Wolken wegzumachen. Ja, ich glaube, das wäre auch schon alles gesagt. Und es geht weiter mit dem dritten Pick. Also ich mache es auch in der Pick-Reihenfolge, weil ich das am besten zum Erklären finde. Ich könnte jetzt auch Tier für Tier runtergehen, aber nee, lassen wir mal. Gigadynamax-Tier ist ja hier erlaubt in der Season, ist ja auch gut reguliert, wie ich persönlich finde. Und die erste Idee von Adrian, wie er mir geschrieben hat, war Ulangar. Ulangar war dann weg. Ulangar wäre nicht, also wer die nicht weiß, was die Gigadynamax-Effekte machen, zum Beispiel Ulangar, der macht quasi den Gainer-Effekt. Also der greift an mit einem 130er-Move oder sowas. Oder der Gegner pennt 2 Runden später darauf ein. Das ist geil. Die Gigadynamax-Moves sind natürlich alle relativ nice. Ein paar sind besser als andere. Also zum Beispiel, man muss mal an Lapras aus diesen 3 denken, der mit seinem Move ab den Aurora-Schleier rausholt. Dann gibt es zum Beispiel. Was war's? Ach, Drapfel, der den Fluchtwert senkt. Cool. Ja. Muss natürlich dann schauen, was einem am besten liegt. Was Adrian sich dachte, ja, eigentlich ist Recovery ganz geil. Auf so einem Giga-Dynamax-Mann, weil der hat ja selbst keine Recovery, normalerweise. Und was, wenn diese Recovery auch noch so gut viel bringt? Deswegen Pokusan. Pokusan hat ja den Giga-Dynamax-Move irgendwas. Aber ich heißt irgendwas mit Finally oder sowas. Oder Final. Also Blaze Finale oder sowas. Einfach G-Max Finale. Hä? Also auf Englisch zumindest. Auf Deutsch weiß ich keinen genauen Namen nicht. Und der heilt sich mit diesem Move um 1/6. Pro Runde. Wenn du ihm einen Life-Hop gibst, heilt er sich quasi mit Lefties. Und das auch in der G-Max Form. Also quasi, der kriegt einen 16. immer zurück, wenn du die Life-Hop, wenn du einen Life-Hop drauf packst. Also eben. Weil es ein Sechstel sind, dann haben wir 16-17%. Ziehst 10% davon ab, bis auf 6-7%, bis 2 Lefties. Also, ja. Da hat er eben noch einen ziemlich geilen Move, da kannst du ziemlich alles noch normal effektiv treffen. Das meinst du ja sehr effektiv. Weil die schlimmsten Mons für. Die schlimmsten Mons für ein Feenmon sind ja eigentlich. Eigentlich Steels. Und Poisons. Der hat einen Mystical Fire und eine Psychokinese. Soll ich einen Energieball für Bulky Grounds? Ja, und das reicht eigentlich persönlich schon, um fast alles abzudecken. Eins, was mir noch drauf kommt, sind diverse Fire Types, aber selbst die kriegen von so einem G-Max Finally schon relativ viel. Und von der Psychic eben auch. Und eben auch von der G-Max Psychic. Und ja. Wenn man die Fire-Types gut wegbekommt, glaube ich, macht der echt Bock. Und wir haben auch 110 Attack-Base, 121 Schwert-Death-Base, der ist schon sehr gut unterwegs. Jetzt braucht man natürlich noch muss natürlich noch ein bisschen weiterdenken. Ist ja eigentlich gut, immer Counter zu einem bestimmten Mon zu draften. Jetzt überlegen wir uns mal, welches Mon ist der quasi absolute Feen-Killer? Einfach so vom Typing aus? Und würde aktuell in dieses Moveset von Pokémon reinkommen und würde nur vom Psychic nicht vielfach nicht sehr effektiv getroffen werden. Also quasi, alles ist vielfach nicht sehr effektiv oder macht einfach gar nichts. Außer Psychic. Und die Antwort ist Heatran. Ja. Heatran, überragend bisher mit den beiden ersten Picks, weil eben die haben eine Ground Immunity. Der wirkt auch insgesamt eben sehr gut mit Rotom, weil eben beide Reasons von Rotom relativ gut abgefangen werden. Also eine von Lando, eine von Heatran. Also entweder einmal immunisiert, einmal einfach vielfach Resistance. Und eben auch die Schwächen von Heatran werden bisher sehr gut abgefangen. Das sind eben die Kampfschwäche, die Bodenschwäche.
und die Wasserschwäche und die Unimblende und Rote Maus, sehr gut. Die drei funktionieren schon mal überragend zusammen, das muss man mal sagen. Die fangen ihre Schwächen schon mal sehr gut gegenseitig ab. Heatwin, darüber hinaus, Fire-Type, geil. Und auch ein Fighter mit 130 Schwätz-Attack, geil. Eruption-Spam, geil. Rocks, auch geil. Magma-Storm ist auch ganz lustig. Und ja, ich glaube, auch sowas wie Torn und sowas kann man mal sehr schön benutzen auf dem. Der ist geil, ich mag den. Der ist, also ich finde den persönlich etwas underrated, weil ich habe jetzt schon von ein paar mitbekommen, dass die irgendwie meinen, dass der nicht im S sein sollte oder nicht im Tier 1 oder whatever. Bro, der ist geil. Also, wie gesagt, sehr großer Heatwind-Fan und ich mag den. So, gehen wir mal weiter. Und es gab in, ich glaube, in 5 war das. In 5 gab es einen sehr beliebten Oyo-Core. Eben im Oyo. Es gab einen beliebten Oyo-Core im Oyo. Ja. Claps an mich selbst. Das war mal wieder High Class. Und der hieß Heatwind plus Celebi. Und die beiden. Die beiden ignorieren ihre Schwächen gegenseitig absolut überragend. Du hast bei Heatwind Ground, Grass, Fighting. Das sind jetzt Celebi alle drei. Celebi hat Käfer, Flug, Feuer, Geist und Licht. Geist und Licht war Gen 5 noch ein bisschen besser, weil da Heatwind eben auch noch besser reinkam. Aber eben. Dann muss man sich der Rest, da haben wir noch einen Pokus an Flea, Dark Types und sowas. Das passt schon. So, also Celebi eben. Der. Was soll ich sagen? Das ist so ein. One ist halt so ein bisschen das Forster-Syndrom. Der wird gern mal mehr spielen als die 4 Moves. Weil der eben auch gefühlt wieder in alle Richtungen was machen kann. Genauso wie Lando, der hat SD, Nasty Plot, Carmine. Der hat Rocks, der hat U-Turn, der hat. Mal ein Leaf Storm zum Böllern. Der hat einen, was weiß ich, auch relativ guten Movepool. Der hat eben Grass Psychic Move, seit Earth Part Aura Sphäre, glaube ich, auch. Der hat Pollen Puff, also den eigentlich Special Move von Rebombi. Und ja, der ist einfach cool. Der hat irgendwie was. Und ja, ich bin ganz froh, dass ich den auch im Team habe. Weil der eben richtig geil Arbeit machen kann. Wobei ich ihn jetzt auch schon eine Ewigkeit nicht mehr hatte. Ich glaube, das war noch zu Sun Moon. Also nicht mal Usum, sondern Sun Moon noch, wo ich ihn letztes Mal hatte. Das ist ewig her. Ja. Jetzt war beim 6. Pick schon mal durch. Ne, beim 5. Pick. Jetzt sind wir zum 6. Pick. Und wie einem vielleicht auffällt, dem Team fehlt absolut Speed. Heißt, jetzt muss man ein bisschen Tempo in das Team rein. Und das kam in Form von Tauros. Gruß an Marcel, falls er das hier sieht. Der mag das Ding ja, soweit ich weiß, ziemlich gerne. Ja. Tauros, 110 Speed, Sheer Force und Böller. Ja, Sheer Force und Life ist ja eine sehr beliebte Kombo, weil es einfach geil ist. Ich glaube 1,69, was es auf dem Move drauf bringt. Das ist krank. Das sieht man bei so Mons wie Nidoking zum Beispiel sehr gut. Und Tauros hat zwar nicht so einen brachialen Spezialangriff, aber dafür halt irgendwie 100 Attack mit Body Slam, mit Rock Slide, mit eben solchen Sachen. Iron Head, ja. Die, so Moves wie Close Combat und IQ-Ring da leider kein G-Force Boost, aber auch egal. Natürlich mal noch ein Fire Blast, ein Ice Beam. Das hat, wie gesagt, nur, glaube ich, 55 Spezial Attack, aber das reicht halt manchmal schon, wenn du irgendwas abdecken willst. Wenn du das Spiel, jetzt mal als Beispiel für uns aus unserem eigenen Team, wenn du jetzt das Spiel Lando abdecken musst mit einem Tauros, da reicht ein Ice Beam. Weil der mit Life of Sheer Force einfach so krass wird, dass da halt auch ein Lando nicht mehr reinkommt. Auch bei 55 Witz Attack oder was auch immer der hat. Ich schaue es uns live mal nach. Ich habe mein Handy hier liegen. Wenn ich dann den kann ich das vielleicht auch. Vielleicht kriege ich es auch einfach nicht, weil es mir nicht mehr einfällt oder weil ich keinen Bock drauf habe. Das kann natürlich auch passieren. Das sind Sachen, die mir sich relativ oft passieren. Tauros.
hat... Ach, 40 Space Attack. Noch besser. Ja, aber das reicht gleich mal einfach auch. Einfach, weil die Sheer Force E-Moves dann so krass wären, dass da, dass du da keinen Spezialangriff mehr für brauchst. Natürlich wäre es mit Spezialangriff noch besser, aber... Dann wäre Taurus auch ein bisschen weiter oben, glaube ich. Dann wäre der Minimum Tier 3. So, dann... eine Sache, die man im Teamfight noch nicht ansieht, aber... Es gibt relativ wenig Recovery hier bisher. Vor allem für die Mons, die für immer was tanken sollen. Rote macht keine Recovery, Landor keine Recovery, Heatran hat keine Recovery. So. Welches Mon ist komplett eklig? Drückt The Wishes am laufenden Band. Heißt nicht Aquana. Aber Aquana ist auch nicht so eklig. Drückt Wishes am laufenden Band. Ist kein Water-Type, also auch nicht Alolan Mona, weil ich ihn absolut hasse. Und ist ein Dark-Type. Atara. Ja, nach Tara, den. Jetzt haben wir noch einen Mann aus der vergangenen Season. Ich glaube, ich müsste Season 4 gewesen sein. Season 3 hatte ich den nicht. Season 4 müsste sein, hatte ich den. Ja. Eins der besseren Mann aus der Season gewesen, neben Inteleon. Und. Ja, man weiß, was nach Tara macht. Der steht da. Kriegt irgendwie mal so knappe 45% Schaden. Heilt sich mit Wish wieder hoch. Und am Ende guckt er dich an, als. Würde ihn einfach nicht jucken. Und den juckt es normalerweise auch einfach nicht. Ja. Ja, Natara ist einfach geil. Der Wishpasser eben Support allgemein fürs Team. Das Team hat auf ein bisschen Support gebraucht. Für Celebi weiß noch nicht wirklich so viel Support fürs Team. Wotam ist eher ein bisschen der bulky Teil des Teams, auch wenn er keine TKP hat, aber mein richtiger Supporter im Team, der auch richtig gut was aushält, also Natara mit, was hat der, 100... 95, 110, 130? Also sehr gut Defensiv-Stats. Der hält sehr gut aus. Und das bringt dem Team tatsächlich noch ein bisschen mehr Balance-Mäßigkeit, was ich eigentlich am liebsten spiele. Ich bin am liebsten eigentlich Balance, Bulky Offense, so ist in die Richtung. Ja, und der Passatara dann natürlich eben sehr gut wieder rein zum Rest des Teams. Geil. So. Ich werde mal weiter. Ich habe gerade Legend nicht ganz im Kopf, was der nächste Pick war. Ich glaube, es war noch ein Free-Pick. Und ich habe recht, das ist Monargoras. Dragon-Type, Rock-Type, böllert wie Scheiße. 121 Attack-Base mit einem Head-Smash und 150 Stärke, ohne Recoil bei Rocket. Wenn ich die Dinger hitten kann, wir erinnern uns an NPBL Season 4 mit Dracozolt und Hustle, was auch 80% sind. Wenn ich den ja hitten kann, ist es geil. Wenn ich den nicht hitten kann, ist es scheiße. Aber wenn ich mich an, also letzte LWA müsste es gewesen sein, wo ich auch mitgespielt habe. Ich habe mit Torn Teaser sich sehr gut hitten können und vielleicht geht es mit Monagoras jetzt auch. In der größten Not spiele ich mal Hohenklaw Scale Shot, dann habe ich hier auch die, habe ich auch ein bisschen mehr Accuracy. Vielleicht auch meine White Lens, das gute Item. Für die guten 10% drauf, also dass dann zu 89% hittet der Headsmash, ist immerhin schon mal 90% dann etwa. Das ist dann schon mal ein bisschen besser. Ja, Monaras ist cool, ich mag den sehr gerne. So, weiter geht's. Wie schon gesagt, das Team ist ein bisschen slow, aber auch nicht so slow. Also, man hat ja so ein bisschen den Low Speed, den Mid Speed und den High Speed. So, Low Speed ist dann so der Bereich 0 bis 50. Also man kann eigentlich gut von 0 bis 50, 50 bis 100 und 100 bis 200 gehen. Weil irgendwann löst sich es eher Richtung hinten eh auf. Da hast du 150, 180, 200, das sind die drei schnellsten Mons. Gefühlt. Ich glaube, gibt es da noch irgendwas anderes? Ich glaube, das sollten da die drei schnellsten Base-Werte sein. Weiß nicht, berichte mich bitte in den Kommentaren. Ja. Und es fehlt noch ein bisschen was im Low-Speed-Bereich. Unser langsamstes Mon hier bisher ist Pokusa mit 64. Und es ist mir tatsächlich noch ein bisschen zu schnell. Weirderweise. Also noch ein bisschen was, was vielleicht noch was aushält, was ein bisschen lower speed hat, aber auch mal ein bisschen reinhauen kann. Zwirfenst. Ja, der hat ja durch Gen 8 ein kleines Glow-Up bekommen, durch den Poltergeist-Move, den er bekommen hat. 110er Stärke sind es, glaube ich, und eben ein physischer Geist-Move, den das Team benutzen kann. Nicht so wie Shadow Punch.
In der Vorwahl eh der beste Geist-Move einfach Shadow Claw. Das ist so traurig. Aber 70er Geist-Move der beste. Also natürlich sind wir noch Phantom Force und Shadow Force, wobei Shadow Force ja nur für Giratina ist. Aber eben ein gescheiter Ghost-Move, den man benutzen kann. Poltergeist, geil. Und Surfing kann ihn ja natürlich. Der hat die ganzen Elementar-Punches. Der hat auch eben mal ein bisschen was Defensives mit Willow, mit Tox, mit Bürde, mit ja, ein bisschen so rumgeekel-Stuff. Hat einen Pain-Split mit 55 HP-Base, also der kann sich auch mal ein bisschen hochhalten. Hat 130 in beiden Defensiv-Werten, was absolut krank ist. Ja, also der hält mal was aus und kann auch ein bisschen austeilen. Hat nicht so diese riesen Angriffswerte wie Lando oder Monagoras, aber austeilen kann er trotzdem. Jo, Next One müsste dann Tier 5 sein und es ist ein Kumpan aus PBL Season 4 war es, auch wenn er einmal dabei war, aber dafür absolut krank damals war. Giutesto. Ja, wie man den Team jetzt halt ansieht, ich bin ein bisschen Rockweak. Aber ich habe bisher keine Rock-Musicians. Giutesto ist die einzige. Also ich muss bei Rock-Tags ein bisschen aufpassen, dieses Season. Und Giutesto, der hat absolut kranken Bulk, das merkt man ja auch. Also SNA ist natürlich jetzt kein Meta, wo du jetzt lagen kannst, so der ist absolut krank, auch im normalen Draft. Aber das Ding hat 120, 85, 85 in den Defensiv-Sets. Hat nur 100er Attack-Base. Ich habe sehr viele 100er Attack-Bases hier. Celebi, Tauros, Giutesto, Surfist. Alle 100er Attack-Base. Ja, dann eben halt so. Ich glaube, kann der Close Combat? Ich bin vielleicht nicht sicher, ob der Close Combat kann. Aber eben dann mit. Kann man eben auch mit Guts spielen, theoretisch. Mit. Oder ein bisschen reindrücken, auch wenn er eben relativ slow ist, aber. Meistergriff ist auch relativ slow, man spielt eben mal fast mal ein bisschen Flame Up und sowas. Also kann man sich aber machen, auch wenn er weniger Attacker, aber dafür mehr Bulk. Ja, und Giutesto, der passt eigentlich auch ganz gut rein hier. Der ist cool. Und wir gehen weiter zu unseren beiden letzten Free Picks. Und ich habe vorhin schon über das langsame Team geredet, jetzt wird das Team nochmal richtig schnell. Wir haben einfach absolut keine Speed-Verteilung oben. Wir haben, ich kann schon mal sagen, wir haben speedmäßig in den oberen Tiers. Also die schnellsten Diamonds sind Kala, sind am Ende 100, 110, 150. Kann man vielleicht schon denken, welches Mann jetzt kommt? Oder ich glaube, 45 oder 50? Ich glaube, 150 eigentlich. Hütergear. Ein Bugteil kommt noch rein, ein Supporter theoretisch kommt noch rein. Man, was aber ein bisschen Late Game speeden kann, kommt noch rein. Spikes, T-Spikes, der kann mal knocken, der kann mal Suicide Lead spielen, mal hier Spike und dann am Final Gambiten oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich bin mir sicher, dass der mal was machen kann. Und, oder eben auch U-Turn und sowas, logischerweise, weil es ein Käfer ist. Wobei auch nicht alle Käfer U-Turn können. Aber eben, der kann auch mal ein bisschen, der kann auch ein bisschen Tempo reinbringen, der kann mal theoretisch auch mal Sweeper abfangen, die irgendwelche Scarfer abfangen, die ein bisschen slow sind, also so 80 Base Scarfer kann der easy mal abfangen, was echt ziemlich cool ist. Also gerade sowas wie Garados. Ne, so plus 1 Garados kommt da rein und killt ihn einfach. Ja, wobei, mit welchem Move werde ich ihn killen? Ne, also Hydragil, der kann definitiv mal Arbeit machen. Und ja. Kommen wir zum letzten Mal. Eigentlich war jetzt noch Pantyfrost hier geplant, weil ich habe noch keinen Ice-Type und die Sonne. Und Alter. Ich bin einfach erleuchtet. Die Seite existiert einfach gar nicht mehr, die ist einfach nur weiß. Ja. Letztes Mal eigentlich wollen wir Pantyfrost haben. Weil Ice-Type und ich habe bisher noch nichts im Team, was Ice-Moves spammen kann. Also. Ice-Wiki Kader, hallo. Ich kann nichts gegen euch machen. Also, bei ihm fand ich fast geplant, der wurde dann Graf von Logi weggesniped in der 12. Runde. Der zweite Pick in der 12. Runde wäre ich gewesen. Zweite Kammer wäre das gewesen. Sonst sind wir auf die andere Idee gekommen, die wir sonst noch im Chat hatten. Und zwar ein Poison-Type, der bisher noch im Team fehlt. Ein sehr bulky Poison-Type, auf dem Feld, den man ihn sieht. Golbat.
Wie gesagt, der sieht nicht unbedingt aus wie so ein Ultra-Bulky-Ding. Auch setmäßig, aber der hat den Evoliten. Und wir können mal kurz die Sets von dem auch mal anschauen. Vielleicht noch schön nebenbei. Golbat hat Defensiv-Sets. 75, 70, 75. Das klingt jetzt nicht so viel, aber eben im Evoliten. Und full invested auf dem Berlin Set kann der gut was aushalten. Der, das ist ein guter Fighting Switch auch mal für eben auch mal Monster, sowas wie Meistergriff, Macho Mai, whatever. Ja, und ich finde ihn natürlich auch noch ganz cool als letztes Mal. Ich habe ihn auch nie so im Draft gespielt. Das war Adrians Idee. Also ihn blamen bitte. Und ja, dann sind wir glaube ich mit dem Team soweit durch. Wenn noch Fragen bestehen, unten sind die Kommentare. Ja, dann freue ich mich auf den ersten Spieltag. Der sollte am. Sonntag? Sonntag müssen sein, glaube ich. Ich schaue es mir mal genauer an. Richtig, dann werdet ihr unbedingt mitbekommen, wenn dann das Teambuilding kommt, einen Tag davor. Ich habe wieder vor, Teambuildings zu machen. Ich habe für das erste schon die Grafiken fertig. Ich will irgendwann wieder ein bisschen aktiver werden hier auf dem Kanal, weil der echt ein bisschen eingeschlafen ist. Hoffen wir, dass es wieder funktioniert. Ich habe mir zu oft Sachen vorgenommen, die nicht funktioniert haben und ich will jetzt keine großen Versprechen geben. Also Teambuildings werden so ziemlich immer kommen. Hoffentlich. Die Sache ist, ich habe Teambuildings teilweise immer gerne direkt vorm Upload-Tag aufgenommen, weil ich mich persönlich immer gerne selbst stresse und ohne Druck nicht gut arbeiten kann. Jetzt war das Problem an der NPBL immer, dass die alles Upload-Tag Freitag war und ich dann quasi Donnerstagabend immer die Teambuildings aufgenommen habe, weil ich Mittwochabend keinen Bock mehr halt drauf hatte. War schwierig. Auf jeden Fall, Teambuildings werden hoffentlich auch kommen und sollen kommen und whatever. Und ich hoffe, ihr freut euch auf die Season. Ich hab Bock drauf und bis zum ersten Kampf, bis zum ersten Teambuilding und